Geschichte für Geschichte alle. Geschichte für alles. Geschichte für alle, ja. Was kostet das? Das kostet nichts. Das kostet nichts. Okay. Ja. Kommen Sie mit, wenn es was kostet. Der schöne Brunnen auf dem Hauptmarkt. Der Hauptmarkt hier ist so ein bisschen das touristische Zentrum, was natürlich auch durch unsere Führung belebt wird. Gut, jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Sie müssen sich der Tatsache bewusst sein, jeder Passant könnte irgendwie einer von uns sein hier, ja? Ja, Herr Wolf. Hallo. Herzlichen Dank. Schönen guten Tag. Ich habe es gerade schon eben einführend erklärt, dass also dieses Teilstück dann hier gesperrt wurde. 1991, glaube ich, war es ganz genau. Ja, und heute haben wir hier eine der schönsten Gegenden. Wenn ich jetzt sehe, wie die Hunderte von Leuten jetzt hier schon durchgelaufen sind in der letzten Dreiviertelstunde, dann war das eine nur die einzige vernünftige Entscheidung. Gut, dann schiebe ich mich hier mal ein bisschen durch. Korn und Berg, die älteste Buchhandlung Nürnbergs, die gibt es seit 1521. Und die haben uns dankenswerterweise hier ein Geburtstagsschaufenster eingerichtet. Happy Birthday, 20 Jahre Geschichte für alle. Ja, Erwin! Ich komm gleich, ja? Was machst du denn drin? Ich mach gerade so einen Rundgang mit. Ja, wie? Ein Rundgang? Das ist ein Rundgang mit Geschichte und so. Ja. Das also könntest du dir auch mal anschauen. Du brauchst da nichts passieren gehen. Ja, ich komm schon gleich. Ich mach mit Kaffee. Ja, das ist gut so. Ich komm gleich, ja? Aber sofort, bitte. Wir gehen jetzt, weil es regnet, durch eine Passage durch, beim lederwarmen Pfeif entlang. Die Bratwurst war schon früh der Traum jedes Nürnbergers vom Schlaraffenland, sie mindestens einmal täglich zu verzehren. Sie zeichnet sich ja auch vor allen Dingen durch ihre putzige kleine Größe aus. Sie machen mal bitte die Kamera aus. Das ist hier, also Moment, was ist hier los? Jetzt sind wir Stadtführung. Wir sind 5 Minuten hier, dann gehen wir wieder. Nee, also das geht auf keinen Fall. Wir schaffen hier einen Ort der Begegnung. Ich sag's Ihnen jetzt, dann sind Sie mir bitte in einer Minute weg, ja? Diese Straße zerfällt in völlig zwei Hälften. Zum einen haben Sie da unten das neue Museum, ja? Sie haben das Literaturhaus. Sie können hier fein Pasta essen. Was ist oben? Premiere Sportsbar, Fußball gucken, Bier saufen und dann ab in die, Sie wissen schon, also rechts und links dann. Zwei völlig verschiedene Straßenhälften. Die Leute begegnen sich aber nur scheinbar. Insofern, und jetzt komme ich zum Punkt und Sie sind bitte gleich weg. Wir richten hier ein Haus der Begegnung ein. Für die Leute da unten und für die Leute da oben. Es bleibt nicht auszuschließen, dass sich der eine oder die andere da vielleicht selber begegnet, aber das ist jetzt Zukunftsmusik noch. Ich muss jetzt wirklich weitermachen. Also das war jetzt kleines Entgegenkommen, aber Sie sind jetzt bitte weg und ziehen. Ja? Ja, ich möchte mich verabschieden. Vielleicht sehen wir uns ja bei der einen oder anderen Führung auch noch mal wieder. Schön was. Informativ, lustig, überraschend. Da hört man Sachen, die man sonst nicht hört und auch nicht liest. Und ich denke, die sind sehr kompetent. Die Leute haben also, denke ich schon, trotz Regenwetters relativ viel Spaß dabei gehabt und bestimmt auch einiges wieder so ist aufgeweckt worden von den Dingen, die so in den letzten 20 Jahren sich ereignet haben, die halt hier im Stadtgespräch waren. Zwischen ein paar so Gags, ne? Rauf haben wir etwas gestaunt, ja, was ist jetzt? Aber
der Zeit hat man dann durchgeblickt. Ne? Das ist die Frau, die vom Balkon runtergebrüllt hat, dass er sofort da zum Kaffee trinken kommen soll. Das sind solche Szenen. Oder auch der Kaiser und die Kaiserin, die sich durch die Fenster angeschaut haben. Also das hat für viel Gelächter gesorgt. Es hat uns im Allgemeinen wunderbar gefallen. Das ist eine sehr gute Idee gewesen. Schönen Dank. Ja.